So, das ist ein anderes Bild. Das, was ich vorhab, und was ich nicht vorhab, ist das hier zu machen. Das würde ich nur erwähnen für die Leute, die dann zuschauen oder sich die Folien oder so anschauen. Es gibt manchmal Alternativen werfen, die zur Folge Aussagen war. Es stimmt, dass immer noch, dass jede Zahl prim oder nicht prim ist, aber das ist keine Trivialität mehr. Es stimmt nicht mehr, dass jede Menge leer ist oder nicht leer ist. Dafür stimmt es jetzt, dass jede Funktion von n nach n berechenbar ist. Dass es für jede Funktion von n nach n ein Programm gibt, was die berechnen kann. Und es stimmt plötzlich, dass jede Funktion von r nach r steht. Das müssen komische Aussagen, die gelten effektiven Topos. Das ist ein cooler Topos, macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber heute soll es um ganz klassische Sachen gehen, die man schon kannte oder lange schon. Ganz kurz, der effektive Topos ist also sozusagen die Definition von Berechenbarkeit, ja? Das ist ein wunderbares Vehikel oder eine Verkörperung von... Also berechenbar heißt ja irgendwie, weiß man ja nicht so ganz, also mit Turing-Maschine berechenbar und mit einem äquivalenten Modell, aber die Frage, was soll wirklich berechenbar heißen, aber man kann auch genauso gut einfach sagen, dass der effektive Topos definiert, was berechenbar ist. Ja, aber, ja, also das ist richtig, aber der effektive Topos hängt noch ab von einem gewählten Berechenbarkeitsmodell. Zum Beispiel Turing-Maschinen oder Lambda-Kalkül. Mhm. Und es stellt sich dann raus, dass, dass die nicht alle zu dem zu äquivalenten Topos gehören. Also man sagt immer, Turing-Maschine und Lambda-Kalkül sind äquivalent. Mhm. Das ist schon richtig, aber nur für Funktionen von n nach n betrifft. Mhm. Bei Funktionen höherer Ordnung gibt es Unterschiede. Und die haben echte Real-Life-Konsequenzen, die auf die doofe Form Okay. Zum Beispiel diese Aussage, also ausprobiert heißt die, für jede Funktion f von n nach n gibt es eine Turing-Maschine m, so dass m immer hält, und zwar genau im selben Rechner hier. Diese Aussage ist korrekt im effektiven Topos zu Turing-Maschinen, aber nicht korrekt im effektiven Topos zum Lambda-Kalkül. Die Idee ist, im effektiven Topos zu Turing-Maschinen sind alle Funktionen per Definition berechenbar durch eine Turing-Maschine. Im effektiven Topos zu Lambda-Kalkül sind sie alle gegeben durch Lambda-Terme. Das macht bei Funktionen von n nach n keinen Unterschied, aber die Aufrufkondition ist eine andere. Wenn man eine Funktion höherer Ordnung hat, im effektiven Topos zu Turing-Maschinen, dann bekommt die den Quelltext der Turing-Maschine und kann in den reinschauen. Und beim effektiven Topos Lambda-Kalkül bekommt sie nur den Term abstrakt, den auswerten, aber nicht reinschauen in den Term. Und dann sind ein paar Sachen gleich, ein paar Sachen anders. Und sehr interessant, die Geschichte. Und letzter Funfact dazu: zu jedem Orakel kann man sich ja vorstellen, dass man Turing-Maschinen erweitert, um die Möglichkeit mit dem Orakel kommunizieren zu können. Dann kann man sich zu diesem erweiterten Modell auch wieder den effektiven Topos anschauen. Und das wird dann ein Untertopos sein. Und okay, die letzte Frage noch, in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Also kann man sagen, irgendwie ein effektiver Topos sticht heraus, also weil man zum Beispiel den Lambda effektiven Topos realisieren kann als Untertopos von dem, oder nee, der stimmt, das kann nicht sein. Ich glaube, das stimmt nicht. Nee, genau, aber ich glaube, der effektive Topos zu Turing-Maschinen sticht heraus, aber ich kann den nicht konkret jetzt sagen. Okay, also, weil das irgendwie nur eine Antwort geben könnte, auf welches Berechenbarkeit der eigentlich richtig ist. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man gerne den zu Turing-Maschinen untersucht, aber wir können jetzt nicht in das Theorem ein, was das sagt. Und die folgende Klasse von Topper ist nur Daniel Dehn-Regel. Okay. Was wir heute machen wollen, sind ein paar schöne klassische Dinge in der Logik. Und wir werden heute nur den ersten Abschnitt behandeln, nämlich Goethes Unverständlichkeitssatz. Und mein Ziel ist es, dass wir den so ein bisschen erkunden und ein bisschen schauen, was es im Kontext noch gibt. Und dass wir es ein bisschen besser machen als populärwissenschaftlich. Populärwissenschaftlich, wenn man da Goethes Unverständlichkeitssatz nachschlägt, dann bekommt man folgenden Satz. Nämlich angeblich behauptet dieser Satz, dass es wahre Ausgaben, Aussagen gibt, die nicht beweisbar sind. Das stimmt. Das ist korrekt, wenn man einfach von den Begriffen richtig versteht, die noch gleich klar werden wird, dann ist das korrekt. Ich will den Satz hier beweisen. Diesen Metasatz möchte ich beweisen. Aber wenn man das erste Mal einfach hört, dann kann man wirklich recht erschrocken sein. Denn man kann sich fragen, wie kann es denn dann sein, dass es Aussagen gibt, die wahr sind und nicht beweisbar? Ich meine, wie weiß ich von einer wahren Aussage, dass sie wahr ist, wenn nicht durch einen Beweis? Ja, das, sowas kann man denken und das klingt dann halt paradox, aber beide sind nicht paradox, sondern es wird auch gut. Hier ist eine ganz einfache Möglichkeit, wie man diesen Satz hier, Goethes Unverständlichkeitssatz, in dieser Formulierung beweisen kann.
und sie ist korrekt bis auf eine Lücke, die noch klar werden wird und die wir schließen werden. Und zwar, also hier der Satz behauptet, dass es gewisse Aussagen gibt, die wahr sind und nicht beweisbar sind. Ich habe euch einfach ein Beispiel mitgebracht für eine solche Aussage, die wahr ist und nicht beweisbar, nämlich diese. Diese Aussage ist selbstbezüglich. Sie sagt aus, dass sie selbst nicht beweisbar ist. Und jetzt lasst es einfach kurz auf der Zunge zergehen. Stellen wir, dass diese Aussage, die hier in Anführungszeichen steht, wirklich ein Beispiel ist für eine Aussage, die wahr, aber nicht beweisbar ist. Es ist klar, diese Aussage ist auch wirklich nicht beweisbar, denn wenn sie beweisbar wäre, dann wäre sie auch wahr. Und dann würde das stimmen, was hier in Anführungszeichen steht. Das heißt, dann wäre sie nicht beweisbar. Also kann die Aussage hier nicht beweisbar sein. Okay, ich möchte nur sagen, dass sie wahr ist. Und wenn sie nicht beweisbar ist, das heißt genau. Also wir können festhalten als Fazit, die Aussage ist nicht beweisbar. Das ist genau das, was hier in Anführungszeichen steht. Also ist sie wahr. Okay. Also das ist eine leichte Möglichkeit, wie man Gödel's Unvollständigkeitssatz beweisen kann, bis auf ein Problem. Und das Problem ist doch jetzt offensichtlich, oder? Also es gibt diverse. Also wir haben ja gerade Beweis für die Aussage gefunden, nicht, dass sie wahr ist. Ja, genau. Also das ist sowieso noch ein Problem uns im Denken, das wird gleich aufgeklärt. Also wir sind irgendwie momentan noch nicht mit den Konzepten präzise genug. Ja? Weil einerseits haben wir gesehen, dass sie nicht beweisbar sind. Andererseits haben wir ja einen Beweis gesehen, ich habe ihn ja gerade vorgeführt, dass sie wahr ist. Also ist sie doch beweisbar. Das ist irgendwie komisch, ja? Mehr Metaebenen. Wird gleich aufgelöst. Nee. Die zweite Sache ist der Namensgeber von uns zum Club hier. Der mahnt zur Vorsicht. Wir können nämlich nochmal so eine ähnliche Analyse machen, wie mit der Aussage, nur mit der. Also die Aussage hier lautet, sollte diese Aussage stimmen, so ist der Mond aus Käse. Ja? Das ist auch von der Art her genauso eine Aussage wie hier, das ist auch falls mal ein grammatikalisch korrekt gebildeter deutscher Aussagesatz, beides mal ein bisschen selbstbezüglich. Aber andererseits auch einfacher, denn hier oben kommt eine Verneinung vor. Ihr wisst ja auch, Verneinungen sind ein bisschen komisch und auch konstruktiv und klassisch gibt es vielleicht kleine Unterschiede und so weiter. Und hier kommt keine Verneinung vor. Also ist vielleicht ein bisschen von einer einfachen logischen Art. Aber wir sehen, wenn wir das einfach hier mal für wahre Münzen nehmen, dann können wir daraus folgern, dass der Mond aus Käse ist. Was nicht korrekt ist. Wie können wir das machen? Dazu ein ganz kurzer hypothetischer Einschub. Nur ganz kurz. Überlegt euch rein hypothetisch, was wäre, wenn die Aussage, die hier unten in Anführungszeichen steht, korrekt wäre. Nur hypothetisch. Okay, wenn sie korrekt wäre, dann wäre also das, was hier in Anführungszeichen steht. 3, 2, 1, los! Wenn die Aussage, die hier in Anführungszeichen steht, korrekt wäre, dann wäre das richtig, was in Anführungszeichen steht. Das heißt, der Vordersatz von dieser Implikation wäre erfüllt und wir dürften folgern, dass der Mond aus Käse ist. Nur rein hypothetisch gesprochen für den Fall, dass die Aussage in der Anführungszeichen nicht stimmt. Soweit okay? Gut. Was haben wir gesehen? Was ist das Fazit von diesem kleinen hypothetischen Exkurs? Das Fazit ist, sollte diese Aussage in Anführungszeichen stimmen, dann ist der Mond aus Käse. Nun, und das ist genau das, was diese Aussage aussagt. Also haben wir jetzt gesehen, dass diese Aussage wahr ist. Gut, und nun, da wir wissen, dass diese Aussage wahr ist, können wir folgern, weil der Vordersatz korrekt ist von der Implikation, dass auch der Hintersatz korrekt ist, dass also der Mond aus Käse ist. Jetzt haben wir bewiesen, dass der Mond aus Käse ist. Das ist irgendwie schwer, zum jetzigen Zeitpunkt den Finger drauf zu drücken, wo jetzt das Verfahren schief geht. Also wo wir den subtilen Fehler haben. Okay, hat das mit Currys Paradoxon aus Landerwirkung zu tun, oder? Ich meine, all diese Paradoxe sind ja ein und dasselbe Paradoxon. Untypisierte Lambda. Ja, genau. Ja. Okay. Also, ja. Ich habe als erstes gedacht, zum Nebensatz sollte folgende Aussage stimmen, kann man ganz weglassen. Weil. Ja, folgende Aussage. Aber hier steht diese Aussage. Anderes wie diese Aussage. Genau. Es sollte diese. Ja, da steht diese, ist damit wirklich die Aussage gegen meine Kinder. Okay, das war's anders. Dann wird was gemacht wie A tilde A nach B. Wie bitte? Haben wir sowas wie A tilde A nach B? Tilde? A tilde? Was ist das für eine logische Frage? Okay. Sag's nochmal. A tilde A nach B. Ach so, A, also A ist gleich. Ja. Klammer auf A bei B. Ja, genau sowas ist das hier. Genau.
Also wenn wir die ganze Aussage A nennen und das ein bisschen formaler formulieren und nicht so solche, wie sie aussagen, stimmt, sondern einfach in logischer Sprache, dann würde hier das stehen, A, Phi, Modus Käse, A, Phi, B. Okay, dann wollen wir diese Paradoxe lösen. Und dazu müssen wir uns ein bisschen klar werden, was wir eigentlich zu aussagen. Und dazu müssen wir ein paar Vereinbarungen zu unserer Metaebene treffen. Die Metaebene ist also die Ebene, auf der wir uns jetzt momentan befinden, wenn wir einfach drüber nachdenken, was vielleicht beweisbar ist, was vielleicht wahr ist und so. Ja? Gut, und wir vereinbaren da drei Dinge. Erstens, wir vereinbaren, dass wir wissen, was es bedeutet, mit endlichen syntaktischen Objekten, wie zum Beispiel endlichen Zeichenketten oder endlichen Syntaxformen umzugehen. Zweitens, wir vereinbaren, dass wir wissen, was die natürlichen Zahlen sind. Irgendwie sowas fängt bei 0 an, 1, 2, 3, 4, 5, geht immer weiter. Und es ist auch nichts anderes dabei, außer das, was wir hier angedeutet im Zahlenstrahl sehen. Und drittens, wir vereinbaren, dass wir keine Zweifel daran haben, was die Bedeutung ist, wenn wir sowas sagen wie, es gibt eine Zahl mit der und der Eigenschaft. Oder wenn wir sagen, für alle Zahlen gilt dies und jenes. Für ich alle Zahlen gilt der Mund ist aus Käse. Wie bitte? Für alle Zahlen gilt der Mund ist aus Käse. Ja. Also ich verstehe nicht, was das bedeutet. Was wir vereinbaren ist, wenn wir einfach eine formale Aussage haben, die ganz oft Wörter enthält wie für alle natürlichen Zahlen n, für alle natürlichen Zahlen m oder es gibt eine natürliche Zahl n enthält sowas und zum Schluss aber nicht noch deutsche Sachen wie Mundus aus Käse, sondern Gleichungen. Die Zahl ist gleich diese Zahl, ja? Dann vereinbaren wir, dass wir wissen, was es bedeutet, was diese Aussage bedeutet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, was es bedeutet. Ja, also ich weiß, was 2 plus 3 gleich 4 bedeutet, glaube ich. Wissen, aber auch nicht so wirklich. Die Frage ist halt, wenn ich sowas sage wie 2 plus 2 ist 4, dann ist die Frage, worauf bezieht sich die Zahl 2? Oder worauf bezieht sich das Symbol 2 an dieser Stelle? Eine Antwort ist sozusagen, na gut, das bezieht sich auf die Zahl 2, die irgendwie im platonischen Ideenhimmel existiert, aber ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Ja, 2 ist ein Symbol, was das Doppelte, was 1 plus 1 ist und 1 ist das, ja, neutrale. Genau. Dann hast du schon die andere Möglichkeit angesprochen, wie man das machen könnte. Man könnte sagen, unsere Metaebene, die auf der wir uns befinden, das ist der gesunde Menschenverstand mit Formalismus. Dass du sagst, die Zahl 2 ist gar nicht, das ist halt ein Symbol auf einem Papier. Ja? Das andere wäre, dass man denen schon irgendeine Existenz zuspricht, aber nicht irgendwie im physikalischen Sinne. Also ich werde niemals die Zahl 2 berühren können, aber sie existiert irgendwo anders. Und wenn man jetzt sagt, das ist mir alles zu unformal, dass wir das hier aber auf dem Papier. Du hast doch Punkt 2 schon gesagt, du weißt, was 2 ist. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, weiß ich es nicht. Okay, also. Aber ich bin in der Lage, mich hineinzuversetzen in jemanden, der jetzt Platonist ist oder Formalist ist oder der die dritte Option verwendet. Mhm. Also jemand ohne Menschenverstand, aber mit formalen Sicht. Genau. Wenn man sagt, das ist mir zu informal, dass wir das alles auf Deutsch machen, dass wir das einfach so vereinbaren, dann kann man auch irgendein formales System, irgendwie Isabel oder sowas, ne, Isabel Pohl, verwenden, indem man das Ganze dann macht. Damit ist das Problem nur nicht aus der Welt geschafft, man muss ja auch Metaeigenschaften von Isabel beweisen und das muss ich wieder eine Ebene drüber machen mit einer dieser Sachen. Okay, diese erste Vereinbarung, die ist von der logischen Stärke gesehen sehr, sehr schwach. Die zweite hat es schon in sich. Ja? Also zu behaupten, dass es wirklich die abgeschlossene Menge aller natürlichen Zahlen gibt, das ist eine nicht triviale Behauptung. Zum einen gibt es philosophische Strömungen, die das nicht akzeptieren. Das sind die sogenannten Finitisten. Die akzeptieren schon die Existenz von jeder einzelnen natürlichen Zahl, auch von sehr großen natürlichen Zahlen, aber nicht von der abgeschlossenen, aktualen Unendlichkeit von ganz n. Ja, brauchst du die auch da momentan? So, wer so formuliert ist? Na, ja, ich hätte es vielleicht noch genauer formulieren sollen. Also ich will das gerne, damit ich ein Modell hat. Für den Rest des Vortrags. Für große Teile des restlichen Vortrags. Und zum anderen werden wir auch sehen, es gibt gewisse Vorteile an manchen Situationen, so zu tun, als ob man nicht glauben würde, dass es die Menge aller natürlichen Zahlen gibt. Weil man sich dann einschränkt auf gewisse Arten Argumentationsweisen, die in weiteren Kontexten Gültigkeit haben, wo man dann rein syntaktisch operiert. Ja. Auf jeden Fall die Sache 2, die ist eine nicht trivielle Bedingung. Und 3 ist dann eine philosophische Frage, noch, was es bedeutet, was wir tun. Okay, dann versuchen wir mal zu klären, was jetzt genau der Unterschied zwischen Beweisbarkeit und Wahrheit ist. Ja? Okay. Also, Beweisbarkeit steht hier, Wahrheit steht hier. Beweisbarkeit ist eine rein syntaktische
Qualität. Ja. Eine Aussage A, formuliert in der Sprache von Arithmetik, formuliert in einer Sprache, wo man nur über natürliche Zahlen quantifizieren kann und wo man ansonsten nur Gleichungen zwischen Zahlen formulieren kann. Wo also nicht Wörter wie der Mund ist aus Käse vorkommen. Eine formale Aussage A ist genau dann beweisbar, wenn es in einem festgelegten formalen System, was für uns immer Arithmetik sein wird, einen formalen Beweis von A gibt. Und ein formaler Beweis, das ist jetzt eben, es gibt verschiedene Spielarten, wie man das machen kann, aber meinetwegen ein aufgeschriebener Beweis, so wie man es irgendwann mal in der Logikvorlesung an der Uni lernt, bestehend aus Punkten untereinander und jede folgende Aussage darf nur folgen aus den vorherigen Aussagen und den Axiomen, die man in die Logik einstellt. Wenn ihr es ein bisschen cooler haben wollt, dann sagt ihr nicht, dass ein Beweis so eine Liste von Aussagen ist, die zum Schluss eben auch der Aussage A mündet, sondern dass ihr, dann sagt ihr, das ist so ein Beweisbaum. Und dann verwendet ihr ergänzend Kalkül natürlich den Schließens. Wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, das ist eine rein syntaktische Sache. Also, dass eine Aussage beweisbar ist, bedeutet, es gibt einen Beweis, ein syntaktisches Dokument, so und so lang, und das verwendet nur die Schlussregeln, die erlaubt sind, nur, geht nur von Axiomen aus, die reingesteckt worden sind, und zum Schluss mündet das in einer Klärung noch im Maßstab. Das ist beweisbar. Ich erinnere mich gerade an einen Beweis, den ich mal erwartet hatte, der dann auch die korrekte Lösung war. Ja. Ich glaube, da ging es darum, dass zwei Mengen gleich mächtig waren. Ja. Und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass ich dann gesagt habe, es gibt eine Funktion, die jedes Element von da nach da abbildet und diese Funktion ist bijektiv. Ja. Und dann sind zwei Mengen gleich mächtig. Ja, genau. Ich würde mir jetzt sehr schwer tun, diesen Beweis so schön formal, so hilfreich aufzuschreiben. Ja. Also ich wüsste nicht, wie das syntaktisch... Richtig. Das kann ich gut verstehen, dass du dir schwer tun würdest. Da würde man sich zunächst immer schwer tun. Was man da machen kann, sind folgende Sachen. Erstens, du kannst anfangen, ganz viel Isabel wohl oder Kochen zu betreiben, dann liegst du da in der Praxis drin. Zweite Sache, du startest mal ganz viele Übungsaufgaben, leichte Übungsaufgaben zu formalisieren auf diese Art und Weise. Das wird dir jedes Mal schwerfallen zunächst, aber du wirst immer mehr Vertrauen bekommen, dass du es immer geschafft hast. Auch wenn du es am Anfang nicht wusstest, 40 Minuten später hattest du den formalen Beweis auch dran stehen. Und irgendwann machst du so einen Glaubenssprung, dass du sagst, okay, ich habe das immer geschafft. Also im Hilbert-Treffen ist ja auch ein bisschen hart, also sowas sollte man nicht in der Praxis verwenden, aber schon scheint es natürlich zu schließen. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Und diese Sprünge, also genau so das, was man im ersten Semester Mathematik oder Informatik als Beweise kriegt, die sind ja oft sehr unterschiedlich schwieriger. Da gibt es welche, das ist dann so ein kleiner ISA-Beweis auf einer Seite und dann gibt es welche, da kannst du dann diesen AFP-Artikel dazu schreiben, bis das dann, aber das stimmt schon, also man kann das dann, also... Können wir schon alles beweisen. Also grundsätzlich so, wenn du dich quasi ausgebildet hast in Logik, dann bist du in der Lage, gegeben die Zeit, jeden Beweis, den andere Mathematiker als Beweis anerkennt, auch formal aufzuschreiben. Ah, okay. Ich behaupte sogar mal, dass jeder Beweis, den wir machen, wenn es ein vollständiger Beweis ist, sogar einfach ein Beweis im natürlichen Schließen ist. Und dass der Rest ist dann eine syntaktische Transformation. Genau. Von ganzen Kalkülern, Hilbert-Kalkülern, irgendwas. Weil ich meine, das Problem ist bei Beweisen, wenn sie nicht komplett formalisiert ist, dass dann irgendwelche Argumente fehlen. Ja. Fehlen könnten. Und man sieht oder entweder sag mal, okay, das ist hier sowieso klar, oder ich muss halt dann irgendwie nochmal vier Lemmata formulieren und die Argumente auswählen. Aber wenn ich jetzt einen Beweis wirklich vollständig habe, natürlich in natürlicher Sprache, dann ist es auch, glaube ich, klar. Ja. Das, Das ist nur eine Sache der Gewohnheit, dass du es, dass du weißt, wie man mit formalen Beweisen umgeht. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht schwer. Ja, ich meine, da hilft sogar auch irgendwie die Kolmogorov-Feiten-Interpretation von Konstrukt oder von physischer Logik. Ja. Hervorragend. Ja. Also, weil die einfach sagt, ist, also, die sagt ja immer, um einen Beweis anzugeben für zum Beispiel A nach B, ja, nimm einen Beweis von A an und mach daraus einen Beweis für B. Und den finde ich dann irgendwo wieder schon mal formal. Nö, das hängt jetzt davon ab. Das ist mit Kreativität. Genau, genau. Aber dann ist sozusagen, und das ist einfach, oder um einen Beweis von A und B zu finden, gib einfach einen Beweis von A und einen Beweis von B an. Und das ist, aber dann kann ich aber die Aussage nachher auseinandernehmen. Und ich meine, klar, dann muss ich irgendwann die Sachen füllen, aber dann steht es auch da. Stopp! Den Glühbirne soll das wahrscheinlich sein. Ist das so ein Redshift, nur wenn hier laufen?
Das ist Redshift. Ich glaube, das wird eine Weiß jemand, ob man eine Methode gibt, nur auf dem eigentlichen Bildschirm Redshift laufen zu haben und auf dem, was an Beamer übertragen wird? So in einer gerechten Welt sollte das möglich sein. Also, so sollte man eigentlich nicht sagen. 10 Jahre mit Wayland. Also, ich glaube schon, dass da was machen kann, denn wenn sie halt, also er fängt nicht an, das Redshift mal an- und auszustellen, sobald ich einen neuen Monitor reinpacke. Also, er kennt es schon irgendwo, ja. Okay. Also, du hättest es doch reinmalen können in den Vortrag, wenn du wolltest, nicht? Weil du. Ja. Willst du nicht gut. Oder jetzt. Ja, zumindest. Okay, also, das war was rein Semantisches. Das ist das Semantisches, was Inhaltliches. Und zwar sagt man, eine Aussage ist genau dann wahr, wenn sie im Standardmodell gilt. Und das schreibt man dann so. Das Standardmodell für das, was die Piano-Axiome modellieren sollen, sind die natürlichen Zahlen. Okay, was meine ich damit? So, und zunächst vielleicht auch ganz kurz, was sind die Piano-Axiome? Ich will sie jetzt nicht auflisten, aber die Sache ist quasi die. Die Leute kannten, oder Piano kannte 1870, 80, 90, wann er das gemacht hat, kannte die natürlichen Zahlen. Ich glaube, die sind auch von Dedekind, oder? Kann sein. Also er kannte die natürlichen Zahlen, so wie wir sie auch heute kennen, ja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hat er sich gefragt, was ist eigentlich das logische Wesen von den natürlichen Zahlen? Was ist das? Was sind die Minimaleigenschaften, die ich jetzt fordern muss von natürlichen Zahlen, sodass alles, was ich sonst so kenne in der Mathematik über natürliche Zahlen, sodass ich das ableiten kann, nur aufgrund dieser Axiome. Ein Beispiel, es gibt die genomische Formel, die hat er nicht zu den Axiomen getan, weil die kann man aus tieferen Prinzipien ableiten, aus dem Disputivgesetz zum Beispiel. Ja? Und dann hat er sich halt länger Zeit damit beschäftigt und zum Schluss hat er so eine Liste von Axiomen herauskristalliert, die quasi für ihn jetzt den logischen Kern von den natürlichen Zahlen bilden. Und dabei hat er immer im Hinterkopf die Vorstellung der natürlichen Zahlen, dass diese Axiome eben erfüllen. Und ich habe das Standardmodell genannt, es gibt nämlich auch noch andere Modelle. Also das Standardmodell ist das Piano-Modell? Das Standardmodell sind die natürlichen Zahlen, die wir vereinbart haben, dass wir wissen, was sie bedeuten. Deine Vorstellung von Zahlenstrahl, die du in deinem Kopf hast. Die sie unterscheidet von deiner? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben dieselbe Vorstellung. Besser wie Isomorphie, ja, genau. Wenn du es ein bisschen normaler willst, dann bettest du diesen gesamten Vortrag in so eine Isabel-Hohl-Session ein. Und dann ist halt M das, was Isabel Hohl als natürliche Zahl hat. Okay, auch wenn das wieder Piano ist. Ja, es ist halt komplizierter als das. Also es stellt sich nämlich Folgendes raus. Die Piano-Axiome waren so gemacht, dass sie genau den natürlichen Zahlenstrahl einfangen. Aber die Piano-Axiome sind nicht stark genug, um nur den natürlichen Zahlenstrahl einzufangen. Sie lassen noch ein paar Sachen offen, sodass es noch ganz andere Modelle gibt, nicht Standardmodelle, die auch alle Piano-Axiome erfüllen. Eins sehen wir hier. Also das ist ein anderer Zahlenstrahl, ein alternativer Zahlenstrahl, der auch all das erfüllt, was die Piano-Axiome verlangen. Der erfüllt dann automatisch auch all die Konsequenzen, die man aus den Piano-Axiomen herleiten kann. Also die Bohmische Formel zum Beispiel gilt dann auch hier, diesem Modell. Ich will kurz erklären, also wie dieses Modell hier so irgendwie funktioniert. Eines der Piano-Axiome sagt, es gibt eine Zahl 0. Die sieht man auch hier vorne. Ein anderes Axiom sagt, zu jeder Zahl gibt es eine nächste Zahl. So geht es hier erstmal los zu starten. Ja? Gut, und was ist jetzt in diesem Standardmodell? Ja. Gibt es nur ein Piano-Axiom? Ja, du willst noch, du willst deine Sprache noch ein bisschen erweitern, um Fähigkeiten was auszudrücken. Erstens Plus und Mal. Und dann brauchst du Aktionen für Plus und Mal. Ja, Definitionen halt, oder? Ja. Aktionen, Definitionen, ist mir egal. Und du brauchst, du willst noch Funktionssymbole für jede primitiv-rekursive Funktion. Okay, was es in diesem Modell auch noch gibt, ist eine weitere Zahl C, die hier sitzt. Ja? Und C ist weder 0, C ist weder 1, C ist weder 2, noch 3, noch 4 und so weiter. C ist eine neue Zahl. Gut. Und jetzt kann man anfangen, sich zu überlegen, was Sache ist mit C. Zum Beispiel, eines der Axiome hat ja gesagt, dass es zu jeder Zahl eine Nachfolgerzahl gibt. Das heißt, wenn in diesem Nicht-Standard-Modell die Zahl C drin ist, dann gibt es auch C plus 1 und C plus 2 und C plus 3 und so weiter.
Eine andere Konsequenz, die man aus dem Kernaxiom ableiten kann, ist, dass jede Zahl, wenn sie nicht gerade die 0 ist, einen Vorgänger hat. Weil c nicht die 0 ist, hat sie einen Vorgänger oder einen Vorvorgänger oder einen Vorvorgänger und so weiter und so fort. Eine weitere Konsequenz, die man ableiten kann, ist, entweder kann man die Zahl c ohne Rest durch 2 teilen, oder sonst könnte man c plus 1 ohne Rest durch 2 teilen. Immer wenn man zwei Zahlen hat, ist entweder die Zahl selbst oder die nächste Zahl gerade. Ja. Die Skizze ist jetzt so gemacht, dass wir aber annehmen, dass c gerade ist, so gibt es also auch c halbe. Und dann kann man wieder ableiten mit Axiom, dass c halbe weniger ist als c, deswegen muss es weiter links liegen. Andererseits gibt es aber auch wieder eine Zahl, die mehr ist als c halbe, die ist dann hier und so weiter und so fort. Und so entdeckt man im Laufe der Zeit immer mehr Bereiche quasi von diesen größeren, erweiterten neuen Zahlen. Aber 0 ist doch die kleinste Zahl. 0 ist die kleinste. Genau. Das geht hier nach links immer weiter, ja, und hört nie auf. Und von hier geht es nach rechts immer weiter und hört nie auf. Und es ist nicht so, dass sie sich irgendwie treffen würden in einer größten normalen natürlichen Zahl und dann fangen diese Zahlen an oder sowas. Mhm. Sondern es geht von einem Licht immer weiter und von anderen noch. Kann ich überhaupt dann sagen, dass jetzt c größer ist als eine Zahl aus n oder kleiner? Ja, das kannst du schon sagen, ja. Also c ist mehr als 5. Okay, ja, also, das ist noch vorhanden. Ja. Also, haben wir hier jetzt schon Mengenlehre oder dürfen wir noch gar nicht über Mengen reden? Ja, gute Frage. Die Frage ist, wie viel Krassheit in unserer Metatheorie brauchen wir, um dieses Modell vollendet hinschreiben zu können? Ja. Antwort schon, da braucht man schon Mengenlehre dafür. Mhm. Also, weil diese Menge ist biotief zu n vereinigt z Kreuz q. Also hier haben wir ganz viele Kopien von Z, von ja, so Zahlenstrahlen, die in beide Richtungen unendlich lang sind. Und wie viele von denen haben wir, weil wir immer so mit Brüchen rumhantieren können, haben wir Q viele von denen. Also das brauchst du schon mal. Deiner, du musst in der Lage sein, das Buch bilden zu können, diesen Ausdruck, um das überhaupt hinschreiben. Also vielleicht noch Verwirrung noch ein bisschen noch zu klären. Also man kann die Kern, also meine, hier ist ja nicht gesagt worden, was jetzt ein logisches System erster Stufe ist, ja, wo die Peano-Axiome formuliert sind. Was man alles in der Anfängervorlesung sieht, sind die Peano-Axiome formuliert intern innerhalb der Mengenlehre. Genau. Wobei die Mengenlehre selber wieder so ein System erster Stufe ist. Und da ist es so, wenn ich jetzt sozusagen intern in der Mengenlehre das formuliere, dann ist die interne Formulierung aus zweiter Stufe und da gibt es genau ein Modell. Das, was man kennt. Das ist, weiß man auch normalerweise dann. Dass die natürlichen Zahlen eindeutig durch die Peano-Axiome definiert sind. Und hier ist es sozusagen so, dass wenn man halt nicht innerhalb einer festgelegten Mengenlehre arbeitet, dann kriegt man halt verschiedene Versionen der Peano-Axiome raus. Und das andere, aber natürlich, weil die Mengenlehre wiederum nicht eindeutig ist, kriegen natürlich dadurch wieder mehrere Peano-Modelle, aber nur innerhalb eines festgelegten Universums. Genau. Das ist auch nicht die Schuldidee von Peano-Axiomen, sondern von Logik erster Ordnung. Da gibt es Resultate, ganz allgemeine Resultate, die quasi sagen, so Nicht-Standardmodelle kann man niemals ausschließen, wenn man sich auf Logik erster Ordnung beschränkt, was auch immer das genau ist. Du musst auf die Wikipedia gehen und das nachlesen. Aber genau, man kann aber jetzt zum Beispiel die Mengenlehre nehmen, ja. nimmt dann dort n, die natürlichen Zeilen sind eindeutig, ja. Das ist n. Und dann kann man eben jetzt irgendein Nicht-Standardmodell nehmen und das internalisiert man. Das erfüllt dann nur nicht innerhalb der Mengenlehre, wenn wir die Peano-Axiome aber. Wenn ihr jetzt sagt, voll cool, so ein Nicht-Standardmodell, das interessiert mich jetzt, gibt es denn eine Haskell-Bibliothek, mit der ich damit rechnen kann? Dann muss ich euch enttäuschen. Es gibt nämlich einen Beweis dafür, dass es keine solche Haskell-Bibliothek geben kann. Bisschen formal ausgedrückt. Es gibt einen Beweis dafür, dass es kein einziges Nicht-Standardmodell gibt, bei dem die Addition oder die Multiplikation berechenbar wären. Es gibt kein einziges Nicht-Standardmodell, bei dem es eine Kodierung gibt, durch Datentypen, die eine Tunmaschine versteht, sodass dann Addition oder Multiplikation berechenbar wären. Das heißt, es wird niemals ein Hessen-Bibliothek geben, mit denen wir damit diesen spielen. Das sind Sachen, die der theoretischen Mathematik. Wie meinst du, was heißt,
Berechenbar heißt hier beweisbar? Oder? Nein, berechenbar heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die das ausführen kann. Die Peano-Axiome geben doch eigentlich die ganzen Rechenvorschriften an. Ja, also die sagen wir schon. Kennen die noch die Peano-Axiome? Nö. Das ist ja schon richtig, aber die Peano-Axiome sagen die jetzt nicht, wie irgendein Element hier weiter rechts, also sie geben dir, also du machst irgendeine Zahl hier weiter rechts und eine andere Zahl hier weiter rechts, dann wird sich die Summe von den beiden bestimmen. Ja, genau. Ja? Mhm. Und darüber, was das Ergebnis davon ist, darüber liefern dir die Peano-Axiome Einschränkungen. Und innerhalb eines gewissen Nichtstandardmodells ist auch völlig festgelegt, welche Zahl da rauskommt. Eine ganz bestimmte Zahl raus, wieder irgendwie eine weiter rechts. Aber wenn du ein Computerprogramm schreiben willst, was gegeben irgendeine Binärdarstellung von einer Zahl weiter rechts und eine zweite Binärdarstellung von einer anderen Zahl weiter rechts, die Binärdarstellung von einer dritten Zahl weiter rechts ausspuckt, dann geht das nicht. Beweisbar geht es nicht. Wie? Du kannst doch einfach den Term nehmen und nichts damit machen. Und okay, du kannst rein symbolisch rechnen und sagen, C plus C ist dann 2C. Das kannst du machen. Genau. Ja. Sind die dann nicht vergleichbar? Oder wenn genau, dann mehrere also hast dann, genau, wenn du dann zwei, drei komplizierte Terme hast, dann wirst du nicht schaffen können, ein Programm zu entwickeln, was die auch gleich hat. Das heißt, ich habe plötzlich wahre Aussagen, die nicht beweisbar sind? Weil ich weiß, wenn ich irgendwie lustig Terme baue, die beiden müssen gleich sein, aber es kann kein Programm geben, das sagen kann, ob sie gleich sind. Genau, aber du kannst auch zwei Zahldarstellungen haben, die halt ungleich sind. Ne? Und du kannst kein Computerprogramm schreiben, dass die jetzt filtert rausdrücken, ob sie gleich sind. Aber die das gleiche bedeuten sollten. Manche von denen bedeuten das gleiche, manche nicht. C und C bedeuten genau das gleiche, aber C und C plus 1 bedeuten nicht das gleiche. Das ist jetzt aber komisch, weil du hast hier ganz normale Terme und kannst sie dann nicht auf Gleichheit überprüfen. Das ist üblich. Oft haben wir zwar reelle Zahlen, die auf Gleichheit überprüfen. Ja, das ist schon, aber hier war jetzt die Frage, kann ich Computerprogramm schreiben? Ich kann Mathematik, ich kann Beweise machen. Also an diesen Nichtstandardmodellen ist noch mathematisch nichts kritisch. Ich kann mit denen ganz normal Mathematik betreiben, ich kann Mathevorlesungen darüber halten. Nee, ich kann halt kein Computerprogramm schreiben, was mit denen rechnet. Nee, ich meine, sieht so ein Term in diesem netten Modell nicht aus wie ein Polynom in C? Ja, aber du kannst die Addition oder die Multiplikation, schon eins davon kannst du nicht. Aber ich kann doch mit Polynomen rechnen. Und ja, mit Polynomen schon, aber nicht mit den Nichtstandardzahlen. Ja. Also ich kann nämlich Beweise machen. Ich kann, Die Definition der Addition ist nicht so einfach, wie das Ding die komponentenweise addiert. Also genau, man kann ja auch so ausdrücken. Okay. Also, ja. Ich meine, das Modell ist gleichmächtig zu N. Ja, das ist das Modell, das heißt, es gibt eine Bijektion von einer Nichtstand, also von diesem Ding da nach n. Und dann kann man halt sagen, es gibt keine Bijektion f, ja, sodass, wenn ich Addition und Multiplikation mit der Bijektion zurückwerfe auf die Standard, natürlich in Zahlen, dass ich dann sozusagen ein Programm angeben kann, was das berechnet. Und andere Modelle sind übrigens überabziehbar. Kannst du ultra viel Zwei Fragen, aber sehr kurze. Zum einen hilft es, wenn ich der Turing-Maschine noch Non-Determinismus gebe? Würde das irgendwas? Nein. Okay. Und das Zweite, wir hatten ja mal Super-Turing-Maschine. Ja. Würden die da irgendwas können? Das weiß ich nicht auswendig. Das Resultat darf ich nehmen für eine normale Turing-Maschine. Kann ich mir gut vorstellen. Aber müsst ihr um genau. Das ist wahrscheinlich eine sehr große Frage, wo man natürlich in Zeit nachdenken. Ja, oder man müsste eine halbe Stunde nachdenken, um zu schauen, ob es eine schwere Frage ist oder nicht. Moment, eine Super-Turing-Maschine könnte doch die ganzen Berechnungen symbolisch machen und dann einfach durch Brute-Forcen, solange ob sich zwei Zahlen symbolisch gleich darstellen lassen, in unendlicher Zeit? Kann schon sein. Das ist doch gar kein bisschen alle überabzählbar. Nein, dieses Modell ist abzählbar, aber es gibt andere Modelle, nicht auf der Tafel abgebildet, die überabzählbar. Die überabzählbaren dann mit Super-Turing-Maschinen auch. Zumindest sehr viel schwieriger. Ja. Ich will jetzt hier auch nicht kategorisch ausschließen, weil es gibt paar Dinge, die Super-Turing-Maschinen können und die das Überabzählbare betreffen, von denen man nicht denkt, dass sie es können, weil die haben nur Zugriff auf ein abzählbares Band und sie halten nach abzählbarer Zeit und sie können es trotzdem. Auch eine kurze Frage, hast du das Ausfall-Axiom verwendet bei der Konstruktion von dem? Von dem jetzt? Weil irgendwie muss man sich ja überlegen, also wenn C jetzt nicht, muss ja 10 Drittel lang kommen und so weiter. Ja, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hab auf jeden Fall eine ausgearbeitete Theorie von Ordinalzahlen verwendet. Und die verwendet ja meistens schon das Ausfall-Axiom. Ja. Ja. Hier weiß ich es nicht. Es gibt auf jeden Fall andere Modelle noch, da braucht man es ganz
nicht die Fender, zum Beispiel die Ultrafilter. Ja, genau, genau. Aber ja. Dann. Also dieses Nicht-Standard-Konzept, das heißt Ultrafilter, hat das mit Nicht-Standard-Analysis dann ja. Einen Zusammenhang? Ja, genau. Ein Zusammenhang ist eher, also es gibt etwas, das heißt Nicht-Standard-Analysis, das hat verschiedene Spielarten. In einer Spielart gibt es einen sehr, sehr erweiterten reellen Zahlenstrahl, der auch sowas enthält wie unendlich, unendlich plus 1, Wurzel aus unendlich, 1 durch unendlich. Und in diesem sehr langen Zahlenstrahl kann man wieder rauspicken, was die natürlichen Zahlen in ihm sind. Und dann käme eine Skizze raus, die hier nicht abgebildet ist und die aber auch ein nüchternes Modell für N wäre. Für die Permaxung. Ja, kannst du nochmal sagen, dass bei dir, also P.A., du hast erststufige Logik, ja. Dann hast du also mit einem Successor und dann ist das also verschieden und induktiv genau. Und Induktion drin. Ja, und die Induktion wird die schematisch dann formalisiert. Ja, und das ist das Problem hier, oder? Induktion ist generell das ganze Problem bei den Menü. Also bei den First Order Listern kannst du sagen, für Aussagen P, aber ja. Die sind sozusagen schematisch. Ja, genau. Die sind nicht also in der Logik direkt fassbar. Ja. Für jede einzelne Aussage habe ich jeweils ein Axiom, was mir sagt, ich darf für diese Aussage Induktion verwenden. Genau. Und wenn ich das zweistufig mache oder High Order Logic, was wir ja dann in Isabelle mal machen, dann schreibe ich das halt universell hin. Genau. Und dann ändert sich alles. Und dann habe ich es wirklich voll im Griff. Ja. Innerhalb dieses Formalismus. Ja. Kann man auch, weil vorhin hier war mit Addition und Multiplikation, also ich kann ja, wenn ich das in Isabelle hinschreibe, diese PA-Axiomatisierung, dann habe ich halt praktisch so eine Art abstrakte Datentyp-Definition und aus der kann ich den Rekursor ableiten und sowas, das habe ich mal so eine kleine Übung gemacht vor vielen Jahren, das kann man alles wunderbar machen und dann ist man wirklich scharf drin, also in dem formalen Hohl passiert dieser ganze Schmutz da nicht. Ja. Das ist, also das hier ist Logik erster Ordnung, da hat man die immer dabei. Aber ich würde nicht als Schmutz bezeichnen, sondern als super interessante. Ja, sagen wir mal, ja doch. Also. Ja, ich danke, okay. Ich glaube, Simon und Marc wollen eventuell noch was sagen? Ja, bei meiner, also wesentliche Punkt hier ist ja, dass ich hier für Logik erster Stufe vollständige Beweissysteme habe. Ja. Also deswegen ist die Wende aber erster Stufe formuliert. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist Schmutz, weil wenn ich sie zweiter Ordnung formulieren würde, dann hätte ich ein eindeutiges Modell von ZFC, ja? Mhm. Also hast du dann für Multiplikation und Addition dann noch so assoziativ und distributiv gesetzt? Ja, erfüllen alle PA-Maximen. Die Addition und Multiplikation sind assoziativ, kommutativ, 0 ist das neutrale Element für die Addition, 1 ist das neutrale Element für die Multiplikation. Sie sind distributiv im richtigen Sinne gegeneinander. Dann verstehe ich doch nicht, warum das jetzt keine Polynome in C sind. Du kannst jedes Element von diesem konkreten Nicht-Standardmodell kannst du so ähnlich wie als Polynom ausdrücken. Ja. Eine zweite Frage ist aber nicht nur, wie kodierst du die einzelnen Elemente? Sondern wir geben zwei Kodierungen von zwei Nicht-Standardzahlen, die berechnet die Summe von denen und die berechnet das Produkt. Ja. Und man kann beweisen, dass es kein Computerprogramm gibt, was das machen kann. Also, es ist dann also nicht, wie man halt Summe von zwei Polynomen berechnet. Und ich dachte, es wäre klar durch die Rechengesetze. Nein, ist nicht klar. Die Rechengesetze legen ja, das ist genau der Witz dran. Die Rechengesetze, die also in den Piano-Axiomen drinstecken, die legen halt das Spielfeld noch nicht eindeutig fest. Es gibt mehrere Universen, mehrere Modelle, die diese Axiome erfüllen. Das bekannteste ist der normale natürliche Zahlenstrahl, ein zweites ist dieses und dann gibt es noch viele weitere Standardmodelle, die ich jetzt nicht angezeichnet habe. Nein, die Rechenregeln meine ich. Rechenregeln, die sagen zum Beispiel, es wird assoziativ gesetzt. Ja. Okay, aber die Regeln, die legen noch nicht vollständig Addition und Multiplikation fest. Die liefern nur Beschränkungen. Also vielleicht kann man auch, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber wenn ich jetzt die natürlichen Zahlen betrachte in Standardmodell in der Mengenlehre, ja, dann kann ich im Peano in dem Induktionsaxiom kann ich die Eigenschaft ersetzen durch Teilmenge. Ja? Für jede Teilmenge der natürlichen Zahlen gilt, wenn die 0 drin ist und wenn sie abgeschlossen ist danach. Folgerbildung ist das Ganze. Genau. So, und wenn ich das aber jetzt nicht in der Mengenlehre mache, sondern rede ich über Aussagen, ja, dann ist, wenn ich das Ganze jetzt in einem Modell mache, zum Beispiel mir das angucke sozusagen in der Mengenlehre, aber
formal nur, dann ist sozusagen, dann habe ich nicht alle, dann schneiden alle möglichen Aussagen, die ich betrachten kann, mir nicht jede Teilmenge heraus, sondern nur gewisse Teilmengen. Also zum Beispiel jetzt hier unten bei diesem Zahlenstrahl, ja, kriege ich nicht jede Teilmenge von Zahlen durch Aussagen rausgeschnitten. Insbesondere nicht den ersten zum Beispiel. Genau. Darf nicht sagen, dass er automatisch, ja, weil er schon abgeschlossen ist. Also Aussage, also, die nur für die ersten N gilt, ja? Genau, das geht nicht. Ja, genau. geht ja. Und also insbesondere ist ja zum Beispiel klar, die Aussagen, es gibt nur abzählbar viele Aussagen, also kann ich über abzählbar Modelle und abzählbar viele Teilmengen ausschneiden. Ja. So, und jetzt wäre, das vermute ich mal, also mit der Berechenbarkeit würde ich ja, die Idee ist ja, ich betrachte die Teilmenge aller berechenbaren Zahlen, also immer alle Zahlen, wo ich die Nachfolge so berechnen kann oder irgendetwas, ja, die Teilmenge betrachte ich, und diese Teilmenge ist natürlich irgendwie abgeschlossen unter der Nachfolgerfunktion, nur die Null liegt drin. Und damit wäre sie alles. Ja. Das ist so ziemlich die Beweisidee, die du hast. Und das Ganze kann ich jetzt sozusagen mit Baumrekursionen einfach ausführen. Ja? Also wenn ich betrachte die Teilmenge aller Berechenbaren, dann kann ich Polynome davon auch berechnen. Ja. Nur ist der Punkt, glaube ich, dass diese Teilmenge nicht durch eine Aussage gegeben werden kann. Welche Teilmenge? Na, die Teilmenge der Sache, die ich schon berechnen kann. Also wir können das Induktionsaxiom, was wir brauchen, um aber zu sagen, ist es wichtig, dass ich die Teilmenge irgendwie doch aus... Ja, damit ich das Induktionsaxiom anwenden kann. Also das bezieht sich nicht auf alle Teilmengen, sondern nur auf die Teilmenge, die ich durch Aussage. Ja, also wenn ich zum Beispiel sagen, ich habe die reellen, also ich will zum Beispiel die Menge der reellen Zahlen bestimmen, wo ich die Menge von Paaren von reellen Zahlen, wobei reelle Zahlen gegeben werden können durch Formeln, die gleich sind. Also ich nehme zwei verschiedene Formeln für Pi und dann will ich feststellen, ob die gleich sind, das Paar. So, und da kann ich natürlich jetzt erstmal die Teilmenge aller Paare von R kreuz R betrachten, wo ich das feststellen kann. Aber ich meine, dann kennst du Formeln geben, wo ich halt keinen Beweis finde. Genau, und es ist aber auch so, da kann ich zwar sagen, wie 0,0 ist da drin, aber ich kann auch sagen, wenn x, y drin ist, also x plus 1, y plus 1 drin, aber das war es auch. Also es gibt kein Induktionsprinzip, wo ich dann schließen kann, das ist ganz R kreuz R. Ja, wobei, hat man da nicht irgendwie so ein, also dass diese Rechenregeln für die Definition von Plus und Minus nicht, für Plus und Mal nicht auf irgendeine Normalform hinlaufen, ja, die ich in endliche Zeit erreichen kann. Genau, das geht nicht. Und also es gibt irgendeine Rechnung, die unendlich lang dauern wird, wenn man sich. Ja, dann ist keine Rechnung mehr. Wir haben gerade als Metatheorie bewiesen, dass wenn man Dinge weglässt aus dem Vortrag, abzukürzen, es zu einer doppelten Verlängerung führt. Also, genau. Ich glaube, das sind die Planungsnummer ist der Plus. Springt man da schnell drüber, dann traut sich keiner. Braucht man nicht für Plus? Lass uns mal noch die beiden Aussagen durchgehen. Wenn wir jetzt nach diesem Ding C evaluieren will, dann wenn ihr eine Programmiersprache vorstellt, dann schreibt bitte immer die Typschlussregeln hin. Es muss so eine Folie geben. Ja, ja. Wir haben hier ein Beispiel, ein schönes. Okay, warten wir das. Was ist der Zweckbeweis? Ist, wenn man einen formalen Beweis für eine Aussage hat, dann zeigt er, dass dass die Aussage auch wahr ist. Und zwar war gültig in dem Standardmodell und sogar auch gültig in allen anderen Modellen. Das hat eine ganz einfache Erklärung, nämlich als Modell zählt nur das, was die Peano-Axiome erfüllt. N, die normalen natürlichen Zahlen erfüllen Peano-Axiome, das erfüllt auch die Peano-Axiome. Und wenn man jetzt also einen formalen Beweis hat, der nur ausgehend von einem Peano-Axiom etwas anderes zeigt, dann wird die Konsequenz sowohl in N als auch in allen anderen Modellen. Die Umkehrung aber stimmt nicht. Dazu haben wir ein Feldbeispiel ganz am Anfang gesehen, ein richtiges Beispiel kommt gleich. Nicht alle wahren Aussagen sind beweisbar. Es gibt zum Beispiel Aussagen, die sind in N falsch, aber in dem hier wahr. Oder andersrum. Genau, aber das ist auch wichtig, dass der Punkt eigentlich eine Aussage, die in allen Modellen gilt, ist beweisbar. Das ist Gödel's nicht so populär, sozusagen hochgepriesener, aber auch sehr, sehr wichtiger Vollständigkeitssatz. Eine Aussage, die in allen Modellen stimmt, die hat auch einen Beweis. Aber nur, dass eine Aussage in N stimmt, heißt noch nicht, dass sie ja, aber was sozusagen jetzt Werbung für Logik erster Ordnung war. Genau. Da hat man das Wort. So, verständlich. Okay. Lass uns noch diese Folie machen und dann zum Sachen aufsprechen.
was am Ende bei dieser Folie rauskommen soll, ist ein sauberer Beweis von Gödels Unvollständigkeitssatz. Also, das war die Behauptung, dass es Aussagen gibt, die wahr sind, die in dem Standardmodell stimmen, aber keinen formalen Beweis drin sind. Dazu brauchen wir einen Trick, der damals bahnbrechend war und heute super easy, nämlich wir können jede Aussage A, jeder formalen Aussage A, besteht aus Kantoren und Gleichheitszeichen und sowas, können wir eine Nummer zuordnen, eine Zahl. Zum Beispiel, indem wir die Zeichen durchgehen, irgendwie ASCII-mäßig machen und das dann irgendwie mit mal 256er Potenzen aufsummiert. Okay. So können wir alle Aussagen nach und nach durchschnitten. Das ist die erste Aussage, das zweite, dritte, vierte und die sechste. Ja? Gut. Und eine fundamentale Einsicht von Gödel war dann, dass man eine recht komplizierte, lange Aussage hinschreiben kann, geschrieben Prof von so und so viel, ja, die folgende Eigenschaft hat. Wenn man irgendeine Aussage A hat, dann hat die eine Nummer. In der Liste aller Aussagen, Gödel-Nummer, hat sie irgendeine Nummer. Das ist vielleicht die 17. Aussage. Okay, dann kann man die Aussage Prof von 17 formulieren. Und sich fragen, wann stimmt eigentlich die Aussage Prof von 17 im Standardmodell? Wann ist Prof von 17 wahr? Und das Prof ist so gemacht, dass das genau dann der Fall ist, wenn es einen formalen Beweis von der Aussage hat. Dieses Prof von so und so viel, das könnte ich hinschreiben. Das wäre eine wahnsinnig unübersichtliche, sehr, sehr lange, aber explizite Formel. Die würde auf Pater mal 4 Seiten passen. Und wenn ich da halt jetzt eine Zahl einsetze, die die ASCII-Kodierung von einer Aussage ist, dann ist diese lange Aussage, die sich dann über Pater mal 4 Seiten erstreckt, genau dann wahr, wenn die Aussage, die es eigentlich geht, das A ein Beweis besitzt. Mhm. Also der Begriff Form, den hat Marc auch schon öfter verwendet und den kenne ich so nicht. Genau, was ich hier damit meine ist, dass hier einfach auf die Platzhalter, dass ich da einen Platzhalter einsetzen kann. Für das N oder? Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe Perl, dann ist es eine Aussage. Aber wenn ich sage, ich liebe, dann ist es eine Aussageform. Ah, okay. Das ist was anderes als, also Form habe ich in einem anderen Zusammenhang verwendet, weil Form scheint bei mir für syntaktischer Term. Mhm. Ja, aber Term ist dann doppelt belegt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Aussagenlogik machen, ja, da reden wir von Termen und wir reden von Formeln. Mhm. Und beides sind in meinem Sinne dann Formeln. Aber das ist oder ich hatte ja auch gesagt, der Auswirkungskontext und der die Ausdrücke, das sind beides Formen. Das war am Anfang war das egal, aber später, wo wir die Auswertungskontexte sozusagen wieder mit Call-CC reingekriegt haben, die Sprache, war das alles gegenseitig rekursiv definiert. Und deswegen muss ich sozusagen als Ganzes definieren, was eine Form ist. Also, du hast jetzt gerade sowas gesagt, wie wir können etwas hinschreiben. Dieses Prof in der Form hinschreiben. In welchem? Völlig explizit. Das ist eine lange, komplizierte Form. Eine endliche. First order check. Ja? Endliche. Eine endliche, paar fünf Dinge. Du kannst im AFP nachschauen, weil der Larry das vorletztes Jahr alles durchgeixt hat. Okay. Gibt das deutlich? Eine oder genau eine so eine Form? Nee, ganz viele. Du kannst sie auch nämlich trivial noch erweitern. Du kannst zum Beispiel, also wenn du schon so eine hast, kannst du noch dazu schreiben. Und außerdem soll 2 bis 2 gleich 4 sein. Oder dann ist es eine andere Aussage und kann aber immer noch genau dasselbe. Okay. Und außerdem gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man aus Aussagen solche Gödel-Nummern macht. Ja, und für jede so eine Wahl, wie du dich entscheidest, die Aussagen in der Reihenfolge zu bringen, hast du dann jeweils eine eigene. So ein eigenes Prof-Prädikat. Also und die sagen, wir haben ein konkretes Prof-N und hier ist es. Klar, ja. Nur schreib es nicht hin. Und die Gödel-Nummer, wird die irgendwie in der Metawelt berechnet? Ja, ja, und auch A. Also A ist ein ganz konkretes syntaktisches Konstrukt, zum Beispiel mit Kontoren hingeschrieben, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ja. Ja. Und das ist dann also irgendeine Aussage. Und hier die Gödel-Nummer von A ist dann irgendeine Zahl, vielleicht die 219. Und dann steht hier Prof von 219. Und 219 ist dabei eine Abkürzung für 1 plus 1 plus 1 plus 1, 219. Das heißt, du musst aus dieser Gödel-Nummer, die du irgendwo in deiner Metawelt hast, wieder ein formales Element. Richtig, genau. Mhm. Indem ich so viele Einsen hier addiere,
wie die Zahl groß ist. Genau. Und genau, und das kannst du, weil du deine Vorstellung gibst. Genau, wir haben ja einfach das Gewissen, was die 2x1 ist. Und das mit syntaktischen endlichen Objekten. Ja. Letzte Sache für heute. Ja, oder? Ja, ich meine, Runde 219 taucht da sozusagen nie auf, sondern nur also Aussagen, wenn x gleich dem Nachfolger vom Nachfolger. Ja, also, ja. Naja, ja. Also. Lasst uns noch in den letzten so 3 Minuten, die uns bleiben, den Beweis für die Lösung von Strickersatz führen. Und der erste Schritt besteht in einer Anwendungsdiagonale in uns. So. Erinnert euch an die Folie am Anfang. Da haben wir Gödel's Unverständlichkeitssatz auch schon bewiesen, und zwar unter Zuhilfenahme von folgender Aussage A. Aussage A ist nicht beweisbar. Das war Aussage A, die stand hier so in Anführungszeichen. Das war eine Aussage, die über sich selbst gesprochen hat. Das war eine selbstreferenzielle Aussage. Aussage A hat gesagt, Aussage A sei nicht beweisbar. Gut. Wenn man jetzt halt nochmal genau nachschauen würde, was die sprachlichen Fähigkeiten von PR-Algorithmen sind, dann sieht man, da ist nicht eingebaut, dass man irgendwie über Selbstbezüglichkeit reden kann. So wie es auch in den meisten Programmiersprachen kein Kommando gibt, was einen den Quelltext des aktuell ablaufenden Programms zurückliefert. Und die meisten Variablen wissen nicht mal, wie sie heißen. Aber ihr wisst ja, dass es den Sport gibt, beim Programmieren Quines zu erstellen. Das sind Programme, die, wenn man sie ausführt, ihren eigenen Programmcode ausgeben. Die haben also irgendwie ihren eigenen Programmcode in sich drinstehen, aber nicht einfach so, dass in der Variable komplett drinsteht und dann wird diese Variable ausgegeben mit dem Print-Statement danach, weil dann hätte man ja dieses Print-Statement auch noch oben in der magischen Konstante drin haben müssen und dann wird die nochmal länger und dann das Ganze nochmal länger und so weiter, und dann lässt man nämlich zum Programm, das geht alles nicht. Aber durch Tricks kriegt man es trotzdem hin. Ja? Und das Diagonallemma sagt jetzt, jedes Vorkommen von Selbstbezüglichkeit mit einer ganz kleinen Einschränkung lässt sich immer eliminieren durch so einen quine-artigen Trick. Das Diagonallemma liefert uns also eine Aussage A, sodass in PR-Algorithmik beweisbar ist, dass A äquivalent ist zu, was auch immer wir jetzt wollen, wo auch wieder A vorkommt, nämlich nicht der Aussage, dass die Aussage, die dieser Zahl entspricht, dass es wieder A beweisbar ist. Ich hätte hier rechts auch hinschreiben können, was ich wollte, mit einer ganz kleinen Einschränkung nur. Und das Diagonallemma hätte mir immer gesagt, jo, es gibt so eine Aussage. Also der Hedge. Ja, die Idee ist die, ich fange mal an und schreibe nicht Prof von 0 hin. Das ist eine Aussage, die hat irgendeine Nummer, vielleicht die 219. Dann sehe ich, Mist, die 219 ist nicht die 0. Na gut, dann schreibe ich mal nicht Prof von 219. Das ist eine neue Aussage, die hat eine neue Nummer, vielleicht die 504. Leider nicht wieder die von vorher. Dann schreibe ich als nächstes nicht Prof von 504. Und die Aussage vom Diagonallemma ist, es gibt eine Möglichkeit, das genau gleich zu machen. Es gibt eine besondere Zahl, die 17209, sodass die 17209. Aussage genau behauptet, nicht Prof von 17209. Genau, das wäre der interessante Satz, wo man den Beweis genau. Genau, aber der ist auch nicht schwer, aber man muss sich konzentrieren und das geht auf jeden Fall nicht an mich. Gut, und damit können wir jetzt Gödel's Unverständlichkeitssatz beweisen. Es wird nämlich diese Aussage A sein. Was ist es das? No. Die was genau unsere fragliche Aussage ist. Wir werden von dieser Aussage A zeigen können, dass sie beweisbar ist, aber nicht beweisbar ist, aber trotzdem wahr. Das ist genau dieselbe Aussage von vorhin. Nämlich die Aussage, dass sie selbst nicht beweisbar ist. Nur jetzt haben wir bewiesen, dass es sie wirklich gibt. Ja? Und von dieser anderen Aussage, vom Kürtis Paradoxon, hätten wir nicht beweisen können, dass es sie wirklich gibt. Als formalsprachliche Aussage. Ich möchte beweisen, dass es keinen Beweis in PR-Algorithmik von dieser Aussage A gibt. Angenommen doch. So. Dann können wir folgern, dass es in PR-Algorithmik auch einen Beweis von dieser Aussage hier gibt. Denn in PR-Algorithmik gibt es einen Beweis, dass A und die andere Aussage hier äquivalent zueinander sind. Gut. Wenn wir einen Beweis haben in PR-Algorithmik von dieser Aussage, dann stimmt diese Aussage auch, wenn sie auch wahr, dann gilt sie insbesondere in normalen Standardmodellen. Und was heißt das dann? Das heißt also, dass es nicht stimmt, dass im Standardmodell Prof von Klammern A gilt. Nicht stimmt, dass im Standardmodell Prof von Klammern A gilt.
Okay, und dieses Konstrukt hier war genau so gemacht, dass das da, man kann das da oben ablesen, einfach bedeutet, dass die Aussage A beweisbar ist. Und jetzt haben wir noch das Wort nicht. So, wir haben angefangen mit der Annahme, dass A beweisbar ist. Wir haben herausgefunden, dass A nicht beweisbar ist. Das ist ein Widerspruch. Somit war die gesamte Annahme falsch. Und wir haben herausgefunden, dass A nicht beweisbar ist. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, weil A nicht beweisbar ist, haben wir das da. Das, was hier steht, und das, was hier steht, das ist genau synonym. So ist dieses Prof gemacht. Okay, und nachdem wir sehen, dass also im Standardmodell das da gilt, sehen wir, dass auch im Standardmodell A gilt, denn die Aussage A ist ja äquivalent zu der Aussage, die hinten steht. Wir sehen also A ist wahr. Und jetzt haben wir formal nachgewiesen, dass es eine Aussage gibt, welche wahr ist, aber nicht beweisbar, nämlich diese. Das war auch genau die vom Anfang des Vortrags, nur diesmal wissen wir sicher, dass es sie wirklich gibt. Die Einschränkung, die dieses Diagonallemma hat, ist, ich darf nicht irgendwas hinschreiben, was ich möchte, sondern es muss aus das, was ich da hinschreibe, ja, das ist ja also ein Template für eine Aussage, da ist hier noch ein Platzhalter wieder drin, und ich muss in der Lage sein, ein Computerprogramm zu schreiben, was mir gegeben einen Wert für diesen Parameter, diesen Wert in das Template einsetzt. Das wird immer der Fall sein, wenn ich hier einfach nur irgendwelche Symbole aneinander klatsche. Aber angenommen, ich mache eine Fallunterscheidung, je nachdem, ob in A die und die das und das vorkommt, was wir noch nicht gewissen haben oder sowas, was momentan unbekannt ist, wo es momentan kommt, wo es kein Computerprogramm für gibt, ja, dann kann ich das diagonal machen. Okay. Ich schlage vor, wir hören an dieser Stelle auf. Alle Fragen reden wir in Transition. Okay. Danke. Es gibt ja Leute, es gibt ja Quatsch.